Möchtest du dich vorbereiten auf die Geburt deines Babys? Und bist du dir unsicher, was du machen sollst und wo du eine gute Vorbereitung findest? Dann bist du hier genau richtig. Hallo und herzlich willkommen auf hebammenweisheit.de. Mittlerweile findet man einige Kurse online, was Geburtsvorbereitung angeht. Und das ist auch gut so, weil die Kursangebote, die analogen Kursangebote, knapper werden. Und das hat aber auch noch einen anderen Hintergrund. Ich würde euch unbedingt raten, wenn ihr einen Live-Kurs bekommen könnt, macht den auf jeden Fall. Es geht nichts über die 1:1-Kommunikation. Abgesehen davon ist es oft so, dass bestimmte Dinge wiederholt werden möchten und dass auch ein Online-Kurs von der Zeit her, von dem, was er an Filmmaterial und Information bietet, durchaus wesentlich umfangreicher sein kann als die vorgeschriebene Kurszeit. Und mittlerweile habe ich einige Frauen in der Begleitung, die zusätzlich zum vor Ort Geburtsvorbereitungskurs oder online live Geburtsvorbereitungskurs auch noch den Online-Kurs von mir buchen, weil sie wissen, dass sie dort noch einiges finden, was darüber hinausgeht, was man in einen üblichen Kurs auch packen kann. Und es gibt auch den Faktor Wiederholung und das erkläre ich euch mal eben an einem Beispiel. Also, wenn Frauen hierher kommen und wir uns vorbereiten auf die Geburt und dann kommt manchmal die Frage, ja, wie ist das denn mit dem Losfahren, wann müssen wir losfahren und was ist denn das mit dem Fehlalarm? Woher weiß ich denn, dass die mich dann nicht wieder nach Hause schicken, wenn es vielleicht noch gar nicht richtig losgegangen ist? Und dann frage ich, ja, was habt ihr denn im Kurs dazu gemacht? Ja, dass es sein kann, ein Fehlalarm, und dass das normal ist und dass das dann halt auch, dann man vielleicht nochmal nach Hause geht und dann wiederkommt, dass es alles okay ist. Sage ich, gut, das ist gut. Es gibt dazu einen Hintergrund und den zu verstehen, finde ich wichtig, denn es ist folgendermaßen, Frauen, die anfangen zu gebären, Frauen, die fühlen, dass es soweit ist, dass das Baby kommen mag, die bauen sich ein Nest, so wie ihr das auch macht. Ihr kauft Sachen ein, ihr bereitet die Matratze vor, das Bettchen, macht alles hübsch, baut den Wickeltisch, also alles wird vorbereitet. Ja? Und in früherer Zeit, da sah die Vorbereitung anders aus. Definitiv. Es ist entwicklungsgeschichtlich noch nicht so lange, dass wir in trockenen Räumen leben und dass wir warmes Wasser haben und eine Heizung und richtige Betten und Bettzeug und so. Früher war das einfach ein trockenes, aufgeschüttetes Stroh oder Laub oder Heu. Ja? Und da haben wir uns ein Plätzchen, ein Nestchen gebaut, was möglichst sicher war. Und wir haben uns umgeben mit Frauen, die uns unterstützt haben und die uns beschützt haben. Und die Männer haben dafür gesorgt, dass keine Raubtiere kommen und sonst keine Angreifer. Ne? Das war so die Aufgabenverteilung. Und wenn ihr diese entwicklungsgeschichtliche Zeit, die wir gebraucht haben, um die zu werden, die wir heute sind, wenn ihr die umrechnet auf ein 60-jähriges Menschenleben, dann ist die Zeit, wo wir so mit den Kindern leben, wie wir es heute tun, Minuten höchstens, Sekunden bis Minuten, ganz, ganz, ganz kurz. Und unsere Entwicklung im Gehirn, also die Evolution, die ist noch nicht so weit, dass sie weiß, dass es ein Babybay gibt und dass wir trockene Wände haben und all diese Dinge und dass auch keine Grizzlybären hier rumlaufen. Also, das bedeutet, wenn ihr euer Nest gebaut habt und die Geburt möchte wirklich anfangen, das Baby möchte kommen, die Wehen spielen sich langsam ein, ihr seid noch zu Hause und ihr fangt an, die Wehen so ein bisschen zu veratmen, ne, und guckt so ein bisschen auf die Uhr, merkt, ah, es wird intensiver, ich glaube, unser Baby kommt heute oder heute Nacht. Dann kommt irgendwann der Punkt, wo ihr losfahrt und den Ort wechselt. Versetzt euch mal in frühere Zeiten. Ihr habt euer Nest gebaut, Stroh aufgeschüttet, ein Laubnest gebaut, einen guten Ort, seid beschützt
und geht dorthin, weil ihr merkt, euer Baby kommt und fühlt euch dort sicher. Dann würdet ihr nie, 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 nie auf die Idee kommen, den Ort zu wechseln. Nie. Es gibt keinen Grund dafür. Es sei denn, es kommt ein Grizzlybär um die Ecke oder der Säbelzahntiger geht auf Jagd. Ja? Dann müsst ihr fliehen. Und wenn ihr Wehen habt, was wird euer Körper machen, um da gesund rauszukommen und das zu überleben? Er wird die Wehen sofort stoppen. Sofort. Ja? Und das kann der Körper, gar kein Problem. Damit ihr weglaufen könnt. Okay? Und im alten Teil von eurem Gehirn, der noch genauso funktioniert wie die Jahrmillionen davor, in dem ist gespeichert, bei der Geburt wechselt man nicht den Ort, wenn ein Ortswechsel notwendig ist bei der Geburt, dann, weil eine Gefahr kommt. Das heißt, Ortswechsel ist gleich Gefahr, ist gleich Wehen stoppen sofort. Das funktioniert auch heute noch. Und dann habt ihr schöne Wehen, steigt ins Auto ein, kommt im Krankenhaus an, die Wehen sind weg, weil euer Körper denkt, der alte Teil in eurem Gehirn denkt, das ist ein Grizzlybär gewesen, wir müssen die Geburt stoppen. Ja? Auch wenn ihr keine Angst verspürt oder nicht aufgeregt seid, ihr könnt völlig gelassen sein und trotzdem sagt dieser alte Teil in eurem Gehirn, nee, 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 also Ortswechsel bei der Geburt machen Menschen nicht. Deswegen, das kann nur sein, weil ein Grizzlybär ist, also wir stoppen lieber mal die Geburt. Und dann kommt ihr da an und habt nichts mehr, gar nichts. Und ihr habt vorher schon richtig schöne Wehen gehabt und ordentlich geschnauft. Ja? Wenn ihr wisst, das ist okay, kommt vor, ihr seid nicht allein damit, ist das schon mal ganz gut. Wenn ihr versteht, warum euer Körper das macht und dann wisst, okay, eigentlich funktioniere ich ganz gut. Ich bin ziemlich instinktsicher, mein Körper hat es gut gemacht. Mein Körper wäre in der Lage gewesen, mich damals zu schützen. Damals hätte ich zu denen gehört, die überlebt hätten. Wie gut ist das denn? Ja? Das ist anders. Ihr versteht euch selber anders, wenn ihr solche Dinge versteht. Und das ist jetzt ein Beispiel, was dann da im Endeffekt dafür sorgt, wenn ihr im Krankenhaus ankommt und die Wehen sind weg und ihr habt dieses Hintergrundwissen, was ihr im Online-Kurs gelernt habt, dann wisst ihr, eigentlich ziemlich gut, ne? Und seid nicht so enttäuscht und euer Selbstwertgefühl geht nicht in den Keller. Und ihr denkt nicht, oh, ich habe mir das nur eingebildet und vielleicht geht es noch gar nicht los und jetzt habe ich meinen Mann umsonst aus der Arbeit geholt oder irgendwas und fühlt euch irgendwie nicht okay, so wie ihr seid. Nein, ihr seid wunderbar okay, ihr seid sogar super genial okay, weil ihr instinktsicher seid. Und ihr könnt euch selber besser und anders verstehen, wenn ihr bestimmte Sichtweisen auf das Menschsein versteht. Dann könnt ihr euch besser verstehen, wie ihr funktioniert. Genau das ist das Anliegen von der ganzheitlichen Geburtsvorbereitung, dass ihr euch selber besser versteht und dadurch viel mehr Handlungsmöglichkeiten habt, Verständnis habt und Sichtweisen auf euren Körper haben kann, die euch helfen, kraftvoller und selbstbestimmter und entspannter durch die Geburt zu gehen. Und das ist mit ein Grund, warum es sehr, sehr sinnvoll ist, viel für die Geburtsvorbereitung zu tun und sich von verschiedenen Perspektiven die ganze Sache immer noch mal anzugucken und auch zu wiederholen. Ja, wenn ihr den gleichen Inhalt von zwei verschiedenen Menschen hört, dann ist es noch mal anders. Und okay, mit der Brille kann ich auch gucken. Das bleibt euch mehr hängen. Und während der Geburt seid ihr nicht mehr in der Verfassung, dass ihr in eurem Gehirn nachsucht und überlegt und wie war das noch, ihr fühlt dann nur noch und dann hilft es euch, die Eindrücke und Bilder, die hängen geblieben sind, die helfen euch dann weiter. Und dafür braucht ihr auch Wiederholung und eine bildreiche Sprache. Deswegen würde ich euch wirklich empfehlen, schaut euch diesen Geburtsvorbereitungskurs an. Da ist viel, viel mehr drin, als ihr so landläufig erwarten würdet.
Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß damit. Geht auf die Seite www.hebammenweisheit.de und dort auf ganzheitliche Geburtsvorbereitung, da könnt ihr den Kurs buchen. Zusätzlich gibt es ganz, ganz, ganz viele kostenlose Kurse, die ihr vielleicht auch schon im Internet gefunden habt, wo ihr euch zu speziellen Themen dann immer und immer wieder neu informieren könnt. Und es kommen auch fortlaufend neue Kurse dazu. Ich freue mich auf euch, wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Video. Eure Livka.